Herzlich willkommen zurück in der Stube. Es geht im dritten Teil des Rennrodelbaus jetzt hier hauptsächlich um Oberfläche, Verschönerungen, ein bisschen Gewichtsreduzierung und natürlich auch Kufen und Sitzfläche. Und ich habe mir wieder auseinandergebaut, der war noch nicht endgültig verbunden und habe hier alle Teile aufgelegt, habe die für mich soweit beschriftet, dass ich da wieder zurechtkomme, also die Brücken mit dem Dreieck und der Nummerierung, bei den Kufen auch rechts, links, Dreieck drauf gezeichnet, so kommt man da hinterher wieder zurecht. Und was ich machen möchte, ist, dass ich eventuell hier am gebogenen Stück oder am krummen Stück die Kufen auf beiden Seiten etwas verjünge, sodass man hier beim Dagegendrücken ein bisschen es leichter hat. Dann auch hier bei den Sitzauflagern, wie ich schon angesprochen wollte, hier Rundungen anbringen, diese Stollen etwas schmäler machen. Hier hinten auch eine Rundung, dass man beim Sitzen nicht auf einer Kante sitzt. Dann kommen die Kufen und die Sitzfläche und dann ist er wirklich fertig. Okay, das ist jetzt gar nicht so leicht hier das anzuzeichnen. Ich versuche es jetzt nochmal. Hier immer ein bisschen abziehen, immer weniger, ja, ungefähr. Und das will ich jetzt auf der Bandsäge rausschneiden, was sicherlich auch nicht so einfach wird. Aber schauen wir mal. So, und dasselbe auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen schwieriger. So, fangen wir an. Also die Kufen habe ich jetzt hier verjüngt mit der Bandsäge, wie man gesehen hat, und mit dem Bandschleifer. Und das ist wirklich sehr gut gegangen. Also das hatte ich großen Respekt davor, aber nein, das sieht für mich wirklich stimmig aus. Die Kufen sind nur außen jeweils schmaler geschnitten, innen die gerade Kante bleibt, weil hier liegt ja auch der Holm an. Jetzt habe ich ja gesagt, ich will hier so Rundungen in den Sitzflächen einschneiden. Hier habe ich es mir schon mal angerissen. Und ich habe ewig gesucht, dass ich den richtigen Radius finde. Und jetzt habe ich hier meine Abschnitte von meiner Kufenverschmälerung hergenommen und habe mir hier Endpunkt und Mittelpunkt angerissen. Und jetzt kann ich mir das hier so drauflegen und sage, markieren wir mal, wo ist eine schöne Rundung. Würde ich mal sagen, von hier nach hier. Ja, legt es an und zeichne mir die erste Hälfte auf. Ja. Jetzt reiße ich mir den Punkt auf die andere Seite, den anderen auch natürlich, und lege das jetzt hier an. So, und habe jetzt hier einen schönen großen Radius als Vertiefung. Ja, so schlecht ist der Spindelschleifer nicht. Ich bin ja kein großer Fan von so Schleifmaschinen, aber er macht es halt alles wellig, aber das muss man dann mit einer Ziehklinge oder einem Schiffshobel zum Beispiel
die Wellen wieder rausziehen. Ja. Ja, das geht eigentlich ganz gut. So, jetzt wird hier noch die Kante abgerundet, damit man hier beim Sitzen keine scharfe Kante hat. Und hier wird ja auch das grüne Band drüber gespannt. Da ist eine scharfe Kante auch nicht toll. Ja, jetzt habe ich mal alle diese Stollen auf einer Seite nochmal um 2 mm abgeschnitten oder verjüngt. Und nochmal, also die Dreiecke helfen so viel. Ich weiß ja immer, wo außen und innen ist. Und jetzt mache ich auf der Innenseite nochmal 2 mm weg, weil ich ja so einen Überstand hatte von den beiden Kanten gegenüber der Kufe. Ja, und hier noch mit dem Putzhobel diese kleinen Flächen sauber machen. Und auch hier mache ich wieder eine Rundung an allen vier Kanten dran. Hauptsache, man tut sich nicht weh. So, jetzt will ich die Brücken zusammenleimen und natürlich sie vorher noch alle verputzen, die alten Markierungen weghobeln. Grundsätzlich würde ich ja immer sagen, solange man hobeln kann, muss man nicht schleifen. So, jetzt entscheide ich mich mal ausnahmsweise für Lack. Ich glaube, das ist in dem Fall besser als einfach nur ölen. Soll ja auch ein bisschen geschützt sein hier.
5er Bohrer. Ich werde 5 mal 35er Spacks reinmachen. Guter Bohrer. So sieht es jetzt aus. Kufe ist dran. Macht hier überall dicht. Ja. So, jetzt wird der Schlitten als Endmontage zusammengefügt. Ich habe mir hier diese Brücke auf die Kufe gezwingt und markiere mir jetzt mal die Bohrung für mein Dübelloch. Das machen wir auf der Seite auch. Bin ich hier. Die Tiefe habe ich mir hier markiert. Achso, hier nehmen wir den, weil da. So, und es ist, wie gesagt, keine verleimte Verbindung und deswegen wird der Dübel auch nur reingeschlagen, bündig geschnitten und abgehobelt. Ich habe mich ja entschieden, an dem Schlitten keine Metallteile anzubauen. Deswegen ist auch die Verbindung, die ich gerade gebohrt habe, gedübelt und die obere Verbindung hier rein, die wird auch nur gedübelt. Die wird allerdings verleimt, während die untere nicht verleimt ist.
Und ich putze den auch gleich eben, weil ich hier nochmal eine Zwinge dann ansetzen möchte, dass mir die Leimverbindung auch gut zusammendrückt. Ja, jetzt nutze ich noch die Wärme in der Werkstatt und trage noch eine zweite Schicht Lack auf. Einmal grundiert habe ich ihn ja schon. An den Leimflächen hatte ich den Lack wieder weggekratzt. So, jetzt kommen wir mal zum super spannenden Punkt hier, und zwar den Sitz zu bespannen. Da habe ich mir ja hier so einen grün-gelben Gurt gekauft, abgeschnitten, die Enden ein bisschen verschmort und möchte es jetzt hier eben so drauflechten. Und dazu habe ich mir so ein Bild ausgedruckt, um zu sehen, wie haben denn das die anderen Leute hier gemacht. Ja? Und jetzt habe ich mir die Streifen nummeriert, schneide die mal alle runter und dann werde ich es mal anfangen hinzutackern. Und die Enden schön verschmurgeln hier. Schaut blöd aus, wenn da Fransen raushängen. Gut, dann tacken wir mal den ersten drauf. Das ist hier immer umgeschlagen. Ich benutze einen Drucklufttacker. Den habe ich auch für meinen VW-Bus-Ausbau schon benutzt. Also nicht extra gekauft oder so. Und jetzt fixiere ich ihn mal an der Stelle. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Und jetzt schieße ich mit dem ersten Quergurt hin. So, und jetzt spanne ich mir den hier auf Spannung, oder ziehe ich mir auf Spannung den quer. Schauen, dass er gerade ist. So, ich nehme mir jetzt hier meinen Gurt oder den Lenk- und Ziehgurt für den Rodel
aus dem Bespannungsgurt der Sitzpolsters. Das nähe ich hier einfach doppelt zusammen. Und die Nähmaschine habe ich mal letztes Jahr am Flohmarkt gekauft. 10 Euro, alte Singer, wunderbar. Und die Nachbarin war gerade da und hat mir erklärt, wie ich den Faden einfädel, weil das ist mal das Komplizierteste am Nähen, wie hier Umlenkrolle hier, Unterfaden, Oberfaden, Unterfaden mit derselben Spule aufrollen und so weiter. Ja, aber Nähen an sich ist jetzt hier, das ist auch nichts anderes wie Hobeln oder eine Kreissäge. Maschine halt. Das Sitzpolster habe ich jetzt bespannt und gestern nochmal hier meine kleinen Streifen genäht, also zwei kleine und einen langen als Zug Streifen. Und jetzt geht es darum, wie ich das hier verbinde. Und die meisten machen es so, dass sie hier eine Lasche drauf machen. Also hätte ich hier oben eine Bohrung und hier unten oder eine Verschraubung. So, und jetzt könnte ich natürlich den langen mit einer von diesen beiden Verschraubungen mit verschrauben. Aber wenn ich hier ziehe, dann habe ich eigentlich einen schlechten Winkel. Also mir wäre es eigentlich lieber, ich ziehe von außen. Außerdem gefällt mir das hier nicht so gut. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich mache da so ein, ja, kriege ich es jetzt nochmal hin, so ein, ja, hier, so eine Schlaufenknoten. So kann der Holm hier nicht mehr aus, ist gleichzeitig auch hier nochmal innen gefedert. Und die lange Schnur mache ich hier auch mit auf diesen einen Punkt. Und so habe ich nur noch eine Bohrung und habe alle drei miteinander verbunden. Auf meinem Streifen habe ich mir jetzt hier meine Löcher markiert und das geht, weil das ja Kunstgewebe ist, eigentlich am einfachsten mit einem Lötkolben. Okay, hat sich schon mal gefressen, sehr gut. Jetzt drehe ich mir das so hin und ziehe das nochmal mit der Hand nach. Ja, komm, Schlitten. Ja, da ist das Ding, es ist fertig, Steuerschnur angebracht. Sieht man, wenn ich hier ziehe, kann ich Druck auf die Kufe abbringen. So soll es sein. Polsterung fertig. Esche ist lackiert. Kufen sind drangeschraubt und geschliffen. Ich finde ihn super. Ich freue mich auf die erste Ausfahrt.